Offensichtlich gibt es hier ein technisches Problem vom Computer, aber das soll jetzt nicht mehr unsere Sache sein. Wie schon vorhin gesagt, perfekt. Herzlichen Dank, dass Sie heute wieder dabei sind bei Finanzen am Freitag. Und es freut mich natürlich sehr, Sie auch im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Es hat sich ja sehr viel getan und wir haben auch wieder heute einige Themen mitgenommen. Einerseits vom alten Jahr, aber natürlich auch dann vom neuen Jahr mit neuen Ideen. Und das möchte ich Ihnen hier einfach nicht vorenthalten. Zu Beginn natürlich der mögliche oder die Interessenskonflikte, der Interessenskonflikt, auf den ich hier hinweise, jedes Mal bei jedem Webinar klarerweise als Autor und natürlich auch mit der journalistischen Sorgfaltspflicht versuche ich hier natürlich möglichst gewissenhaft meine Standpunkte beziehungsweise die Trading-Ideen, die auch kommen, wahrzunehmen. Ich nehme natürlich hier und auch XTB hier keine Gewähr für diese Aussagen und beziehungsweise ist es auch so, dass jene veröffentlichten Ideen auch bei meinen privaten Depots und auch natürlich bei meinen anderen Trading-Ideen, Trading-Plattformen umgesetzt werden können. Ein kurzer Risikohinweis, der ist natürlich auch immer sehr wichtig, das Trading mit CFD-Produkten, also mit CFDs und Hebelwirkungen birgt oder birgt auf diese Risiken, müssen wir natürlich auch, muss ich hier hinweisen, 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld. Und deswegen ist zu Beginn immer ganz wichtig, auch das Ampelsystem beziehungsweise eben ein Risikomanagementsystem, das ist für mich und meiner Meinung nach hier ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn es beim Trading geht, damit Trading auch Spaß und Freude bereiten kann, ist es einfach wichtig, hier klarerweise einem Risikomanagementsystem auch nachzugehen, möglichst gut nachzugehen, denn nur so, wie gesagt, macht es Spaß. Und bei mir ist es ganz einfach ein Ampelsystem. Aber zu Beginn noch für jene, die das erste Mal dabei sind. Mein Name ist Richard Ritschi Dobitzberger. Ritschi ist Ihr Trading-Name. So bin ich und werde ich auf Trading-Plattformen genannt. Bin studierter Molekularbiologe, habe ein abgeschlossenes MBA-Studium, bin weiterhin in der pharmazeutischen Industrie tätig und betreibe Trading, Social Trading seit 2012, habe einen Blog zu travo.com. Da können Sie natürlich auch jederzeit immer sehr, sehr gerne vorbeisehen. Es freut uns natürlich, mich und mein Team, wenn Sie hier auch kommen und die eine oder andere Trading-Idee beziehungsweise den einen oder anderen Blog auch dahingehend lesen. Ja, und wie Sie sich denken können, als tätige Person in der pharmazeutischen Industrie ist es natürlich für mich ganz wichtig, meine Trading-Ideen auch längerfristig darzulegen. Das heißt, es sind keine Ideen, die im Daytrading-Bereich laufen. In der Regel sind es eben Ideen im Swing-Trading-Bereich, wo man eben über mehrere Tage, vielleicht auch einige Wochen oder in Position Trading Ideen generiert werden, die eben dann noch länger laufen können, bis zu einige Monate. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Hinweis bei dieser oder zu dieser Seite, dass diese Trading Ideen weiterhin oder ganz wichtig für längere Zeit immer angedacht sind. Naja, und wenn man eben Trading-Ideen für einen längeren Zeitrahmen plant und beziehungsweise schon fast in eine Investmentstrategie hineingeht, dann ist es natürlich wichtig, dass man sich die richtigen und für sich spannenden Unternehmen, Rohstoffe, Werte auch aussucht. Und da ist es von meiner Seite immer so, dass mich besonders natürlich Unternehmen interessieren, die einerseits innovativ sind, von meinem Hintergrund her natürlich sehr gerne Unternehmen in der Biotechnologie, in der Pharmazie, aber natürlich alles, was mit neuen Technologien zu tun hat, das sind einfach die Themen, über die ich gerne lese, auch wenn es dann um deren Rohstoffe geht, wie zum Beispiel Lithium, wenn es um Batterietechnologien geht. Also das sind so Themen, die ich spannend finde. Wachstumspotenzial und Game-Changing-Charakter sind ebenfalls ein ganz wichtiger Faktor für mich. Der Führungsstil, charismatische CEOs, Visionen, Elon Musk hier einmal hineingeworfen. Das sind eben auch Themen, wenn ich mir Unternehmen angucke, ob das hier gegeben ist, ob das für mich spannend ist oder wer steckt da eigentlich dahinter bei diesem Unternehmen. Und natürlich, niemand kommt hinweg, wenn es um das politische Umfeld geht, politisch
globale Umfeld. Und das sind eben diese Themen, um eben ein adäquates Auswahlverfahren einmal zu starten. Naja, und in der Folge ist es dann eben dieses Ampelsystem, das ich mir zurechtgelegt habe, wenn es darum geht, ein Risikomanagementsystem einzuleiten, durchzuleiten, durchzuführen. Und dieses Risikomanagementsystem besteht in der Regel oder im Grunde genommen aus drei wichtigen Punkten. Der erste Punkt ist die Fundamentalanalyse. Das ist eigentlich ganz, ganz was Klassisches, was Traditionelles. Je länger eine Idee anhält, desto länger eine Investition, also eine Long Position, in diesem Fall, wenn es bei CFDs geht, läuft, oder eben eine Short Position auch, wenn man natürlich kann ein Unternehmen auch leer verkaufen. Aber bei der Fundamentalanalyse geht es wirklich darum, wie schaut es aus mit KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie verhält sich eigentlich das Unternehmen in der Folge mit dem Umsatzwachstum, mit Themen wie eben auch Gewinnwachstum, wie sind diese Parameter hier geschichtet. Also geschiftet, hier geht es eben wirklich um die Fundamentalanalyse. Ein Wert, der natürlich je länger eine Idee ist, wichtiger ist, je kurzfristiger eine Idee ist, eine Trading-Idee, desto weniger wichtig wird das für mich. Dann die News-Analyse, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier geht es eben wirklich darum, was bewegt den Wert, die Aktie, den Rohstoff in sehr, sehr kurzen oder in einem kürzeren Setting. Hier können es Nachrichten sein, ob es jetzt der Sturm auf das Kapitol ist, der die Aktienmärkte beunruhigen könnte, was es nicht getan hat, oder ob es eben jetzt den Elon Musk ist, der den Jeff Bezos als den reichsten Menschen der Welt ablöst. All diese Faktoren können natürlich einen Aktienkurs weiter befeuern oder auf der anderen Seite natürlich auch einbremsen und einen Ausverkauf initiieren. Auch das wird dann natürlich bewertet. Und das ist der zweite fundamentale Wert, den ich für mich bei den Aktienanalysen immer wieder auswähle. Also hier bleibe ich am Ball. Ich lese gerne Nachrichten, werden Sie wahrscheinlich auch gerne tun. Und dann natürlich jene Unternehmen, die oder Werte, Rohstoffe, die ich mir ausgesucht habe, die ich in diesem Basket habe. Und dann wird es natürlich spannend. Das macht dann Spaß und Freude. Also fundamental News-Analyse, das sind diese längerfristigen Faktoren. Aber, und da geht es dann mehr noch in die kurzfristigere, in das kurzfristige Trading hinein. Dann natürlich kommt auch die Chart-Analyse und die Chart-Technik hinein. Je kürzer die Idee, desto wichtiger wird das für mich. Ja, das ist natürlich immer sehr subjektiv gesehen, aber dann hat die Chart-Technik natürlich auch einen gewissen Schwung. Ich könnte jetzt natürlich oder werde dir dann auch in der Rede dann später auf Tesla eingehen. Hier ist natürlich ein Momentum gegeben und das berücksichtige ich dann natürlich auch in den kurzfristigeren Trades. Was heißt das? Man kann natürlich langfristig durchaus bullish sein in einem Wert, aber kurzfristig dann auch einen Short Trade mit einem CFD starten. Das mache ich auch natürlich öfters sehr gerne. Ich bin mit einem Aktie investiert, aber sehe im kurzfristigen Chart vielleicht eine sehr, sehr spannende Chance, um hier einen Short Trade zu generieren. Und das wäre so ein typisches Beispiel, wie man eine Charttechnik heranziehen könnte. Je längerfristig, desto weniger wert ist es für mich, ja, desto kurzfristiger die Idee, desto mehr gucke ich auf das Chart. Und da sind es bei mir auch wieder drei Faktoren, die ich sehr gerne heranziehe. Das eine ist der Momentum-Indikator, der RSI, kurz RSI steht eben für den Relative Strength Index, also die relative Stärke eines Wertes, ist in der X-Station auch sehr schön angegeben. Hier ist es einfach so, ja, ein Wert unter 30 gilt als überverkauft, also ein Pendel sozusagen, das in eine Kaufreaktion hineinlaufen könnte. Sehr, sehr viele Verkäufer sind hier auf dem Parkett, wenn Sie so wollen, also unter 30 überverkauft. Eine Gegenreaktion könnte der Fall sein. Das wäre dann eben eine Kaufoption. Ein Wert über 70 beim Relative Strength Index gibt das Überkauf. Und hier könnte eben eine kurzfristige Gegenreaktion starten. Das heißt, eine kurzfristige Verkaufssituation. Und das kann man natürlich oder mit manchen Ideen gut nützen, wenn man sich denkt, hier könnte gerade eine spannende Kaufsituation entstehen. In der Kombination mit dem MACD, der zeigt eben einen Trend an, ein positiver MACD, einen positiven Trend, ein negativer MACD, einen negativen Trend, ist sehr schön auch, zeige ich Ihnen dann auch in der X-Station angegeben.
und schneidet der MACD von unten nach oben oder von oben nach unten, je nachdem, ist es ein Kauf- oder ein Verkaufssignal. Also auch hier der Moving Average Convergence Divergence Indikator, der MACD kurz, ein Indikator, der den Trend vorgibt und gemeinsam mit dem RSI hier Einstiegssignale für einen kurzfristigen Trade oder für einen optimalen Trade, wenn man den noch längerfristig handhaben möchte, darstellen könnte. Und dann, last but not least, ein Indikator, den ich auch sehr gerne verwende, das sind die Bollinger Bänder. Einfach hier kann auch sehr schön eine Trendwende oder eine Trendverstärkung angezeigt werden. Und das werde ich Ihnen dann auch in der Folge in der X-Station sehr gerne zeigen. Diese drei Indikatoren sind eben dann jene, die auch im Ampelsystem, im Traffic-Signal-System herangezogen werden. Und wie schon gesagt, das Ampelsystem ist ganz leicht. Eine Ampel, schwarz, sind jener Punkt, wo man selbst sozusagen gerade im Einstiegspunkt steht. Das Stop-Loss ist das einzige Dogma in meinen Trades, und zwar ist es das, wo man wirklich das absolute Risiko einsetzt, denn natürlich, man kann immer auch Unrecht haben und man möchte ja nicht das ganze Depot sozusagen schrotten. Man möchte hier natürlich mit einem Risikomanagementsystem arbeiten, deswegen macht man ja das Ampelsystem und deswegen das Stop-Loss, das Dogma, das wird auch in dieser Idee dann nicht mehr verändert, außer es wird nach oben, also nachgezogen, in eine Gewinnzone hineingezogen. Das kann natürlich passieren. Sondereffekte im Chart, in der X-Station, werden einfach mit einer gelben Markierung angezeigt und das Ziel, Take Profit zum Beispiel, oder die nächste Anpassung für ein Stop-Loss, so handhabe ich das sehr gerne, in einem Trailing-Stop-Loss. Das heißt, da, wenn diese grüne Linie überzeichnet wird, überlaufen wird, dann wird angepasst. Ja, und sozusagen mit der Trias fundamentalen News- und Charttechnik ergibt sich dann auch die Trias des Ampelsystems mit Rot, Gelb und Grün, Schwarz natürlich immer, wo man selbst ist, und gemeinsam ergibt das, wenn es zu diesem Themengebiet Fragen gibt. Sie können natürlich auch gerne immer Fragen stellen und ich versuche die immer auch alsbald zu beantworten. Wenn es keine Fragen gibt, dann hüpfe ich gleich auch in die X-Station hinein und Sie sollten jetzt, wenn es perfekt gelaufen ist, auch die X-Station sehen. Vielleicht noch einmal kurz die Frage, ich hoffe, Sie sehen jetzt auch die X-Station, wo ich jetzt im Chartbild einmal drinnen bin, und da würde ich Ihnen dann auch gleich live einige Punkte erklären, wie diese X-Station aufgebaut ist, weil es wirklich ein sehr, sehr einfaches und, denke ich doch, praktikables System ist, mit dem man sehr schön, sehr einfach und sehr rasch auch Trades umsetzen kann. Ja, und wie gesagt, nach dem ersten Teil jetzt die Zonen, die ich hier Ihnen präsentieren werde, und da sind doch schon einige hier, die Sie sehen, einige Trades offen, und wie schon gesagt, diese Trades sind auch in den Rahmen oder im Zusammenhang mit den letzten Trades durchgeführt worden, weil natürlich bei jedem Finanzen am Freitag hier auch die einzelnen Trades umgesetzt werden und in der Folge natürlich dann auch weiterverfolgt werden. So, und hier haben wir jetzt einmal die Trades und ich zeige Ihnen, wie das in der X-Station aussieht. Es sind natürlich einmal ganz, ganz wichtige Werte dabei. Dupont de Nemours zum Beispiel ist hier ein Wert, der schon länger offen ist, und wenn Sie hier auf dieses kleine i klicken, dann sehen Sie hier, was oder die einzelnen Details auch zu dem Trade, wie der Trade gerade läuft. Und ganz wichtig, man sieht hier auch den Eröffnungszeitpunkt, die Eröffnungszeit, und das war hier eben der 8. Dezember 2020. Am 8. Dezember also haben wir diesen Wert gemeinsam gestartet bei einem Finanzen am Freitag, und Sie sehen, hier habe ich auch in diesem Dropdown-Menü in der X-Station 5 alle möglichen Webinare hier zusammengefasst. Diese können auch abgespeichert werden, und ich sage immer, das macht das auch so schön in der X-Station 5. Sie haben hier so etwas wie ein Trading, einerseits ein Trading-Tagebuch, wo man die vergangenen Trades auch ausführen kann,
Und was auch zusätzlich hier vorhanden ist für Sie, Sie haben hier natürlich auch die Möglichkeit, unterschiedliche Branchen vielleicht zusammenzufassen. Und hier können Sie einfach mit Details hinzufügen, solche sozusagen Baskets, einzelne kleine Depots generieren und haben dann die Möglichkeit natürlich in den unterschiedlichen Zeitpunkten, zu den unterschiedlichen Zeitpunkten eben diese wieder abzurufen. Und Sie sehen, wie einfach das dann auch geht und die Möglichkeit, die Sie hier eben haben. So, jetzt sehen Sie hier nochmal, ja, es ist ganz, das war hier zum Beispiel der 8.12. Und dann gehe ich hier, Sie sehen, auf den, das war die Chemie. Da ist es eben um die Chemiewerte gegangen. Und das kann ich hier sehr schön für Sie in der X-Station 5 öffnen. Und da sehen Sie auch das Chartbild. Und Sie sehen auch schon das eingefügte Ampelsystem, so wie es eben sich immer darstellt. Sie sehen einerseits mit der schwarzen strichierten Linie den Einstiegszeitpunkt bzw. den Einstiegswert. Das war der Öffnungskurs bei 66,70. Dann haben Sie das erste Stop-Loss, das war bei 59 US-Dollar und in der Folge eben hier einmal das erste Ziel bei 72,50. Und was Sie hier sehen, Sie sehen, der Kurs hat sich in den letzten Wochen, wenn Sie so wollen, dieser Wert, diese Idee läuft ja schon seit einiger Zeit, seit einigen Wochen hat sich hier angepasst und das zeigt auch, dass man hier natürlich auch diese Idee nachziehen kann. Das Stop-Loss von 59 kann hier eben ganz leicht nachgestellt werden und ich werde das ist auch sehr schön. Sie haben in der X-Station ganz einfach die Möglichkeit mit dem Steuerkreuz auch diese einzelnen Kerzen dann nochmal genauer zu begutachten. Sie sehen, wenn man hier auf so eine Kerze geht mit dem Steuerkreuz, finden Sie auf der rechten Seite die gesamten Informationen. Ich gehe hier einmal auf den 5.1. Sie sehen hier, gab es eben einen Schlusskurs bei 73,80. Und das hat auch hier den Ausbruch im Aktienkurs beinhaltet. Und ich werde hier dann ganz live auch für Sie diese schon etablierte und eingestellte Idee dann nachziehen. Von 59, also das Stop-Loss, werde ich hier von 59 auf diese 72 hochziehen. Und die nächste Anpassung würde ich hier so etwa bei einem, wenn sich hier der Wert zurücksetzt, die nächste Anpassung bei einer fundamentalen Überschreitung von diesen 77. Man könnte hier natürlich auch ein Take Profit schon nehmen, wenn man das will. Aber ich denke, hier werde ich eben auf den Wert den Endkurs auf den Close von 73,80 hochfahren. Das ist auch schon ein schöner Gewinn. Natürlich hier im Zusammenhang eine schöne Möglichkeit. Sie sehen, man kann in der X-Station ganz einfach anpassen. Sie haben hier die Möglichkeit, hier einfach das Stop-Loss hochzuziehen und so rasch geht es. Und Sie sehen, auch hier ist es jetzt so, dass das Stop-Loss hochgezogen worden ist. Es wird auch das Ampelsystem dann von mir jetzt nachgezogen. Und Sie sehen, so kann es funktionieren. Eine längerfristige Idee eben mit Dupont, um eben hier dem aktuellen Trend und auch dem Ausbruch gerecht zu werden. Also das ist der erste Wert, den ich Ihnen hier mitgenommen habe. Ich glaube, sehr, sehr spannender Wert vom letzten Jahr noch, aber ein Wert, der eben und aktuell laufen ja alle chemischen oder sehr, sehr viele Unternehmen in der Chemie sehr, sehr gut. Und deswegen werde ich auch, wie gesagt, liegt es hier auch nahe, dass man ein Stop-Loss hier einmal so in diese Richtung nachzieht. Ja, das ist einmal, wie gesagt, der erste Wert. Dann das nächste, der sich hier auf der Liste habe, ist
eben ExxonMobil. ExxonMobil kennt auch, glaube ich, durchaus jeder ein Unternehmen in der Öl-, aber auch in der Chemieindustrie. Und auch hier ist der Wert seit dem Einstieg wann ist der Einstieg? Am 4. Dezember sehr gut gelaufen. In der Folge hat der Trend zwar vielleicht hier nicht ganz gehalten, aber nach dem kleinen Rücksetzer kommt es hier wohl wieder zu einer Ausbruchbewegung. Und auch das sehen Sie hier sehr gut. Sie sehen hier einerseits, und vielleicht, was ich Ihnen zeigen wollte, hier haben Sie auch noch natürlich die Möglichkeit, nicht nur Tagescharts, sondern auch Stundencharts hier. Und hier sind es eben 4-Stunden-Kerzen. Also jede rote oder grüne Kerze entspricht jetzt einem 4-Stunden-Intervall anzuzeigen. Und was Sie hier sehr schön sehen, ist insbesondere dieser Ausbruch zuerst, diese Trendleichte, der Trendbruch, die Trendumkehr, aber dann in der Folge eine Unterstützung, die sich hier bei etwa 40 US-Dollar, bei etwa, ja, wenn man hier genau hinguckt, ja, ab 41 US-Dollar gebildet haben könnte. Jetzt aktuell der Ausbruch, aktueller Wert 45 US-Dollar. Der Einstieg in die Idee bei ExxonMobil war 41,64. Das Stop-Loss wurde hier bei 37 angedacht. Und ich würde hier doch sagen, aufgrund der aktuellen Situation, dass sich hier Anfang Dezember vielleicht eine kleine Unterstützung um die 43,50 etabliert haben könnte und werde hier dann im Zusammenhang auf diese 43,50 das Ampelsystem auch nachjustieren. Warum mache ich das jetzt? Auch diese Idee, wie gesagt, läuft jetzt schon einige Tage seit dem 4. Dezember. Aber was Sie hier spannend sehen, ist eben diese mögliche Unterstützung und auch hier der Wert, der hier über, also der Kurs, der hier bei einem Hoch von etwa 43 oder 44 überboten wurde. Aktuell sehen Sie einen Kurs, wie gesagt, von 45,39. Das Ampelsystem ziehe ich ebenfalls für Sie nach. Und auch hier wäre dann mit Ampelsystem und der Anwendung der einzelnen Parameter und der Möglichkeiten, die uns hier die X-Station 5 liefert, die Möglichkeit, den Kurs anzupassen. Ja, wie gesagt, ExxonMobil ebenfalls ein Wert, das aktuell von der politischen Situation vielleicht ein wenig profitieren kann. Es haben sich ja die OPEC-Plus-Länder für oder auf eine potenzielle Kürzung der Ölproduktion geeinigt. Und was vielleicht einige auch wissen, die letzten Amtshandlungen vom amerikanischen Außenminister waren ja auch in Guyana hier im Zusammenhang diese Ölquellen, die hier östlich von Venezuela entdeckt worden sind, zu erschließen. Und hier könnte ExxonMobil wieder einen sehr schönen Öldeal im Zusammenhang in Guyana in Südamerika etabliert haben, geschafft haben. Und das könnte in der Folge einerseits natürlich auch oder andererseits auch diesen Kurs von ExxonMobil zusätzlich mit den aktuellen Ölkürzungen oder Förderkürzungen tragen. Diese Idee, wie gesagt, gestartet am 4. Dezember bei einem Kurs von 41,64 aktuell. Der Kurs bei 45,40 jetzt, ich habe hier nachgezogen. Das heißt, für uns bei Finanzen am Freitag bleibt diese Idee offen. Das Stop-Loss wurde nachgezogen, aber es bleibt natürlich hier weiter die Möglichkeit, dann von steigenden Kursen zu profitieren. Ich denke, Exxon hat hier durchaus weiter ganz, ganz nette Möglichkeiten, wenn man so will. Ja, und ein weiteres Unternehmen, das hier in diesem Chemiezusammenhang am 4. Dezember besprochen worden ist und eine Idee, die noch immer läuft, ist Liondin Basel Industries. Und auch hier ist es so, dass gerade eben hier ein Ausbruch stattgefunden haben könnte. Sie sehen hier wieder, es ist das Tagesschart, das uns hier interessiert. Und dieser Ausbruch ist hier am 5.6. oder vom 5. oder
eigentlich am 6. Januar passiert. Und es ist schon spannend, weil hier natürlich auch eine mögliche neue Unterstützung sich bilden könnte. Sie sehen hier das Einengen der Bollinger Bänder. Das ist sehr oft ein gutes Zeichen. Auch hier, wenn Sie den MACD sehen, vom Negativ, von dem Roten ins Positive, es gibt hier noch keine überkaufte Situation. Es ist zwar knapp hier an den 70, aber vielleicht noch nicht ganz 69,2. Auch das nimmt man dann immer auf dieser linken Seite wahr. Sie sehen hier, der RSI sogar 69,2 über 70 wäre. Überkauft. Auch hier mit dem Steuerkreuz in dem linken Kästchen sehen Sie immer die aktuellen RSI-Daten. Also hier knapp noch nicht überkauft. Das heißt hier diese Entwicklung, das Einengen der Bollinger Bänder mit dem Ausbruch würde für mich auch kurzfristig weiterhin auf eine bullische Situation hinweisen. Und weil wir natürlich hier auch live sind, werde ich hier diese Idee natürlich auch gleich anpassen. Und zwar, um hier auch den Stresspegel bei einem Trade gleich mal wieder herauszunehmen. Es besteht natürlich hier dann die Möglichkeit auf 91, Sie sehen, diese Tageskerze hat ein Tief von 91,41. Der Trade wurde bei 88,90 gestartet. Ja, ich würde hier eben dann eventuell in der Folge das Stop-Loss dann anziehen auf ungefähr, ja, ich würde hier auf das untere gehen, auf den unteren Bereich der Kerze auf 91,40. Ich setze hier gleich mal 91,40. Jetzt kann man auch hier sehr schön 91,35. Das ist hier sehr schön. Und in der Folge ziehe ich hier auch das Ampelsystem, das man natürlich hier dann manuell nachziehen kann. Denn ich bin ein sehr visueller Typ und wichtig für mich ist es natürlich hier dann auch immer das Ampelsystem dann auch dahingehend nachzuziehen. Gleich hier haben wir 92,35. Das geht hier sehr rasch. Das muss natürlich schon genau sein und das eben hier am unteren Rand, um eben auch dieses Trade und den Druck aus dem Trade auch herauszunehmen. Denn, wie schon gesagt, Trading Position Trades können hier natürlich auch, müssen nicht immer nur stressig sein. Ich schaue mir eben hier diese Trends an und wenn ich mir hier das angucke, sehe ich sehr schön, dass hier natürlich die Möglichkeit besteht, dahingehend eine Anpassung durchzuführen. Also hier auch das Unternehmen spannend, wie es sich hier weiterentwickelt und eben hier im Trade auch weiterhin vorhanden bleibt. Ja, ein Unternehmen oder das Spannende ist, was wir auch in der Vergangenheit durchgegangen haben, wäre hier von der Autoindustrie. Das war am 23.10. Ford, auch Ford weiterhin. Sie sehen im Basket in unseren Trading-Ideen oder in den Trading-Ideen vorhanden. Sie sehen, aktuell kam es hier eben insbesondere zu einem Rücksetzer, einen Rücksetzer, der sich hier eben im Bereich bei Ford um den 5.4., auch den 5. Januar durchgeführt und beendet werden hatte können. Theoretisch könnte man hier sich überlegen, dass mit 13.11. und der Aktion vom 5.1. sich hier im Bereich vom 8.40 eine kleine Unterstützung hat eben bilden können. Also hier wäre durchaus die Möglichkeit, dann ein Stop-Loss auch ebenfalls hier um den Bereich anzupassen. Das werde ich dann auch in der Folge machen. Aber Ford ebenfalls ein Unternehmen, Sie sehen es, am 23.10. schon gestartet, läuft hier weiter. Ein Unternehmen, das weiterläuft und durchaus auch Potenzial hat. Man sieht sich hier, es könnte hier nämlich im Zusammenhang mit den Bollinger Bändern auch ein Kreuz der Bollinger Bänder geben und in der Folge es hier rein charttechnisch
aus meiner Sicht hier zu einem weiteren Ausbruch kommen. Das nächste Ziel könnte dann hier das Hoch von Dezember 2019 sein, um die 59 herum, wenn Sie so wollen. Aktuell liegt der Kurs ziemlich genau bei 9. Ja, und das letzte Unternehmen, das hier noch auf der Altjahresliste und noch aktiv steht, ist Sony. Ein Unternehmen, das wir, und Sie sehen auch hier ganz einfach in der X-Station, erstmal auf das i klicken, dann sehen wir, die Position wurde am 20.11. eröffnet. Ich, wie gesagt, schaue mir immer oder habe ja immer dieses Dropdown-Menü und kann dann hier durchgehen, wann war das 20.11. das Webinar. Hier ist es um den ASEAN-Deal gegangen. Das war eben jener Zeitpunkt, wo bekannt wurde, dass sie diesen großen Zusammenschluss der asiatischen Länder gibt. Und hier haben wir eben bei Finanzen am Freitag die einzelnen Punkte durchduziert. Und Sony ist als Trading-Idee damals entstanden. Und Sie sehen, seit 20.11. auch hier hat sich einiges getan. Das Stop-Loss, denke ich, kann man hier dann aktuell wieder schön anpassen. Sony im Bereich des Allzeithochs würde hier sagen, bei einem Bereich, ja, heute wieder ein kleines Ausbruchsgap. Ich würde sagen, hier kann man natürlich das eine oder andere, die eine oder andere Anpassung auch dann in der Folge sehen. Der Trend aktuell weiterhin, denke ich, sehr schön stabil, wenn man hier von einer Trendlinie ausgeht. Ist hier der Trend seit, ja, sagen wir, man könnte ja gestartet worden sein seit Ende Oktober, stabil aufwärts auch weiterhin, aus meiner Sicht durchaus stabil aufwärts. Und ich würde hier, und Sie sehen auch hier, die Bollinger Bänder verstärken diese Situation, das Andocken der einzelnen Tageskerzen hier an den oberen Enden auch weiterhin über dem Bollinger Mittel. Und ich würde hier aktuell anhand dieser jetzt eingezeichneten Trendlinie, wo einerseits der 15. Dezember, andererseits der Beginn des 16. Oktober eine wichtige Rolle spielen, das Stop-Loss nachziehen. Und das wäre dann auch in etwa das Mittel der Bollinger Bänder. Das Mittel der Bollinger Bänder sehen Sie auch links immer auf, das ist die mittlere Zahl. Das Mittel der Bollinger Bänder wäre mit heute bei 98,37. Ich würde hier dann eben auf, sagen wir, wenn man hier 98,37, 98,35 nachziehen, das wäre auch hier im Rahmen dieses Ausbruches hier, wie gesagt. Und ich glaube, dann kann auch dieser Wert schön weiter laufen. Noch einmal demonstriert. Das Bollinger Mittel, Entschuldigung, 98. Hier geht es eine Sekunde. 98,37. Und das wird dann auch 98,5. 35 werde ich hier eingeben. Und so rasch geht es dann auch hier. Dann natürlich muss auch das Ampelsystem angepasst werden. Aber Sie sehen, ich mache das hier alles live. Und Sie sehen, wie rasch dass das eigentlich geht. Und das ist auch das Schöne, um es auch hier einmal zu demonstrieren. Einfach und wie wenig Zeit man in Wirklichkeit bei so einem Trades benötigt, wenn man sich so ein Ampelsystem zulegt, wenn man für Nachrichten affin ist, wenn man sich die Nachrichten auch gerne einmal, wenn man sich die Nachrichten gerne ansieht und dann Chartbilder ansieht. Und so ein Chartbild kann man dann natürlich regelmäßig adaptieren. Und hier, es ist halt wirklich ein gewisses Trendmuster, das man hier dann nachläuft. Und ich mache das ja schon seit einigen Jahren auch sehr gerne. Ist natürlich auch immer wieder emotional. Man diskutiert dann mal bei Börsenstammtischen. Jeder hat ja seine Meinung. Der Markt hat aber in Wirklichkeit immer recht und hat oft seine eigene Meinung. Aber mit so einer Visualisierung, wie Sie es eben in der X-Station 5 machen können, glaube ich, haben Sie ein ganz, ganz exzellentes Tool auch in
in der Hand, was Sie hier nutzen können. Ich sehe, hier ist gerade eine Frage hereingekommen. Interessant für mich, warum haben Sie hier den Stock gekauft und nicht den CFD gehandelt? Ja, es ist auch immer so, CFD ist natürlich, je länger fristig eine Idee angedacht ist, dann nutze ich natürlich auch die Möglichkeit, die man eben bei XTB hat, einen Stock direkt zu kaufen. Das ist, glaube ich, hier auch eine sehr elegante Möglichkeit, wenn man eben andenkt, längerfristig ein Unternehmen zu halten. Und das war hier bei Ford auch durchaus der Fall. Wenn man kurzfristigere Ideen generell hat, dann ist es hier auch sehr gut möglich, eben mit CFDs das umzusetzen. Aber das obliegt natürlich auch immer dem Einzelnen oder der einzelnen Person. Ich nutze immer sehr gerne auch beide Optionen. Manchmal ist es ja auch nicht möglich, CFDs zu handeln, sondern eben lediglich Stocks. Und hier bietet sich natürlich auch ein Vorteil in der X-Station 5 bei XTB. Man hat eben hier die Möglichkeit, beide Optionen zu nutzen. Und man muss nicht eben hier nur Daytrader sein, sondern man kann auch durchaus einfach einmal ein spannendes Unternehmen für sich ins Depot nehmen, um eben hier die Möglichkeit unterschiedlicher Werte anzudenken. Wenn Sie mich fragen, wie lange so Ford hier angedacht wäre, ja, ich glaube, da müsste man dann auch nochmal zurückgehen, und das können wir auch gerne mal in einem weiteren Webinar dann länger diskutieren. Ford ist für mich durchaus auch ein Unternehmen, das spannend und aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Wahrnehmung vielleicht ein wenig unterbewertet ist und natürlich hier vielleicht eventuell längerfristig durchaus Chancen hat. Zur nächsten Frage werde ich dann gleich kommen, weil natürlich Moderna und BioNTech Unternehmen sind, die dann zur aktuellen Phase und beim aktuellen heutigen Tag ein ganz, ganz wichtiges Thema sind. Das Thema ist ja, das waren die Top-Aktien 2020, jetzt ist 2021, und da habe ich natürlich auch Moderna und BioNTech vorbereitet, deswegen werde ich auf diese dann auch in der Folge eingehen. Und ich habe, wie gesagt, hier das schon einmal einige wichtige Werte für Sie vorbereitet und komme natürlich dann auch in der Folge auf die einzelnen Fragen zurück. Und Sie sehen es auch hier schon einmal vorbereitet. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, weil es hier beim letzten Mal ja kleinere Probleme gegeben hat, nehmen wir hier und können wir natürlich hier auch sehr schön in der X-Station solche Kategorien dann ein oder umändern, und ich nenne das jetzt 2021-01, heute ist der 8. und nenne es Top für Top 2020 und eben Ausblick 2021. Und Sie können sich denken, ein Unternehmen, das ich heute für Sie hier mitgenommen habe und ganz, ganz spannend ist, ist natürlich Tesla. Tesla ist aktuell in aller Munde und ist ja natürlich, wenn man hier sich den Chart oder das Chartbild ansieht, natürlich ein Paradebeispiel von wieso Aktien abgehen können, wenn alles so richtig läuft, wenn alles, alle Parameter stimmen und natürlich dann auch ein gewisses Momentum in den Wert hineinkommt. Und ein bisschen vielleicht nur zu den fundamentalen Daten. Aktuell hat Tesla zumindest vorhin, als ich reingeguckt habe, eine Marktkapitalisierung von 830 Milliarden US-Dollar auf die Waage gebracht. Ich habe mir mal dann einen Spaß gemacht und habe mir dann mal durchgerechnet, wie viel Marktkapitalisierung da eigentlich pro jemals produzierten Tesla auf die Waage kommen. Und dann bin ich die letzten Jahre seit 2012 mit Statistiker durchgegangen und bin auf 1,4 Millionen Fahrzeuge gekommen. Also mit Stand heute wäre oder im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von 830 Milliarden wäre jedes Auto, das je produziert wurde, kommt auf einen Anteil der Marktkapitalisierung von 600.000 US-Dollar. Das ist natürlich, können Sie sagen, eine pauschalisierte Rechnung. Was kann das heißen? Es ist einfach nur amüsant und lustig, hier auch mal diese extreme Reaktion zu betrachten.
würde Tesla nächstes Jahr 1 Million Autos zusätzlich produzieren oder 1,4 Millionen, wären es noch immer 300.000 US-Dollar, was jedes Auto hier auf die Marktkapitalisierungswaage von Tag heute kommt. Wenn man sich so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis nur mal so anschaut bei Tesla, dann liegt es aktuell bei 675 im Zusammenhang mit dem Jahr 2020. Das sind einmal Analystenschätzungen und die sehr robusten Schätzungen für 2021 würden ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 266 ergeben. BMW hat übrigens aktuell für 2021 eine Schätzung von einem KGV von 9. 266 ist es eben bei Tesla. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, Tesla ist ja nicht kein Autokonzern, sondern ein Technologiekonzern. Diese Argumentation kenne ich sehr gut, habe ich ja auch öfter selbst angewendet. Ja, dann habe ich mir da mal Apple angeschaut und bei Apple sind wir bei einem KGV für 2021 von etwa 33, lassen Sie es 40 sein, wenn Sie wollen, und dann sind Sie trotzdem noch mit einem KGV von 266 bei Tesla, bei allen fundamentalen Daten hier durchaus sehr sportlich unterwegs. Und Sie sehen, den Kurs interessiert das herzlich wenig aktuell, was ich Ihnen sage, er steigt und steigt, ein weiteres Ausbruchsgap, Sie sind rein chart. Technisch können Sie hier sehen einmal, wenn man es hier seit November betrachtet, dieser Ausbruch aus einem Ausbruch-Gap, eine Konstellation, die wir vorher ja auch schon gesehen haben, durchaus bei Dumont oder bei Leonard Basel Industries, dann eben dieser weitere Aufwärtstrend, eine Konsolidierung, die hier eigentlich bei MACD einen Schritt nach unten dargelegt hat, aber weiter hier nichts gemacht hat. Der RSI sehen Sie, auf der linken Seite Relative Strength Index die ganze Zeit komplett überkauft. Also hier der Wert steigt exponentiell, unentwegt. Es ist überkauft. Es ist ein kompletter Ausbruch aus allen Parametern. Und da sehen Sie, hier ist natürlich immer wichtig, ein Ampelsystem auch bei der Hand zu haben, für jene, die hier eben auch short dabei gewesen sind. Ich gehöre übrigens dazu. Ja, haben wir das wirklich nicht gedacht, hätte doch gedacht, dass irgendwo einmal ein wenig Fundamentalanalyse wieder ins Spiel kommt. Aktuell scheint hier wirklich alles außer Rand und Band zu sein, wie auch immer. Für jene, die dabei waren oder dabei sind, bleibt es sicherlich durchaus spannend. Der Kurs-Gewinn-Verhältnis, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, brauchen Sie sich hier nicht überlegen, denn auch bei einem optimalen Auslastung oder bei einem 94-prozentigen Steigerung vom Gewinn, wenn man davon ausgeht, dass das berichtet wird, ist es aktuell so, dass der Kurs im Kalenderjahr 2020 um 743% zugelegt hat. Also auch hier beachtlich, wie der Kurs hier losgefahren ist. Und es geht hier offensichtlich weiter. Und nächstes Jahr rechnet man ja mit einer Produktion von mindestens 700.000 Fahrzeugen. Also Sie sehen, im Verhältnis zu anderen Automobilunternehmen, ja, da bleibt einem, kann ich sagen, nur mehr die Spucke weg. Es ist natürlich Joe Biden mit Green Tech. Ja, das wird eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem wird Tesla nächstes Jahr nur so viele Autos unter Dach Scharnierl, wie man so auf Österreichisch sagt, oder Schindel verkaufen können oder eben wie sie produzieren. Und das wird eben ein Limit haben, also vom Zusammenhang. Fundamental sind wir hier weit weg, aber den Markt interessiert das nicht. Das ist oft so. Aktuell bricht hier der Kurs meiner Meinung nach weiterhin aus. Was sagen die Analysten? Ich glaube auch immer spannend. Die optimistischen Analysten, die es hier so gegeben hat, die haben ein Kursziel von 810 US-Dollar angegeben. Die Pessimisten 105 US-Dollar, 810. Wir haben hier, sind wir sogar von den 810, von Optimisten schon weit weg. Ja, vielleicht wird es so sein, dass Joe Biden die ganze amerikanische Volkswirtschaft auf Tesla ausrichtet, dann ist der Kurs wohl gerechtfertigt. Ansonsten ist Tesla von der Marktkapitalisierung, bewegt es sich mit den 1,4 Millionen produzierten Autos aktuell
in einem Bereich oder 1,4 Millionen jemals produzierten Autos in einer Marktkapitalisierung, die das doppelte Bruttoinlandsprodukt von kleinen Österreich ausmacht oder ungefähr 20% vom deutschen BIP. Also Sie sehen hier, das ist ein Wert und eine Prognose, die hier natürlich Tesla oder das Tesla hier weg pulverisiert. Wie auch immer, ich gratuliere jenen, die dabei waren, aktuell. Bleibt es spannend. Die nächsten wichtigen oder der nächste wichtige Zeitpunkt wird der 2. Februar sein. Da bin ich schon gespannt, wenn es dann wieder Zahlen gibt, neue Zahlen vom Quartalsbericht. Und dann werden wir auch mehr wissen, wie sich der Kurs dann weiterentwickelt. Quartalsberichte sind natürlich auch immer Werte, die ganz spannend sind, denn sie zeigen doch dann schon auch neue Daten, wie ist der Ausblick und insbesondere Tesla reagiert hier oft sehr, sehr stark. Aktuell, wie gesagt, scheint es, the sky is the limit. Ich bin schon gespannt, wenn dann die 2000 vielleicht geknackt werden und die ganze Welt sich dann auf die Produktion von Elektroautos von Tesla her macht. Aber das ist meine persönliche, etwas sarkastische Meinung aktuell. Wie gesagt, für jene, die dabei sind, Gratulation. Für jene, die short sind, ja, war auch ein schöner Short Trade mit Verlusten dann vielleicht. Das nächste Unternehmen, spannend 2020 war sie allemal und ich glaube auch spannend heuer, ist Amazon. Amazon mit 1,6 Milliarden US-Dollar aktuell marktkapitalisiert. Quartalsberichte gibt es dann oder Jahresbericht am 4. Februar, ganz ein wichtiger Termin. Und hier bleibt es durchaus auch spannend, weil der Wert bewegt sich seit circa September in einer sehr soliden Seitwärtsbewegung. Das niedrigste Kursziel läge aktuell bei den von mir beobachteten Analysten bei 3.500 US-Dollar. Aktuell liegt der Wert, wie Sie hier sehen, in der X-Station. Der aktuelle Aktienkurs bei 3.155, also von den Analysten ja durchaus spannend bewertet. Das maximale Kursziel läge bei 4.500 US-Dollar und das durchschnittliche bei 3.826 US-Dollar und 74 Cent. Wie gesagt, Amazon, ein Unternehmen, das aufgrund von E-Commerce und im Social Distancing sehr stark da auch Wind aufnehmen hat können. Rein charttechnisch betrachten wir den MACD. Hier sehen Sie diesen Schnitt vom Positiv ins Negative. Nicht unbedingt positiv, würde ich mal sagen, aber ist ja natürlich nur ein Parameter. Der Relative Strength Index, Sie sehen, ist in einer neutralen Situation bei 46,4 und die Bollinger Bänder in einer Seitwärtsbewegung hier. Bis Ende des Jahres hat so ausgesehen, als würde es hier zu einem kurzen Ausbruch kommen, wurde von den Bären wieder zurückgeholt, wenn Sie so wollen. Ein spannendes Unternehmen weiterhin, rein fundamental auch von den Analysten. Ich hatte immer, versuche immer die Analysten natürlich zu beobachten, wie die sich ja hier auch äußern. Eher auf der unteren Seite ist hier der Kurs aktuell, also Amazon ein sicherlich heißer Kandidat, wenn es um einen möglichen Ausbruch gehen würde. Ein Trade aktuell ist für mich noch nicht griffbereit, würde sagen, eine Unterstützung, eine sehr solide Unterstützung, unteres Bollinger Band hier bei den Kursen von 10., 11., 12., 9., 10., 12., 2020 der Kurs hier bei 3.075. Das wäre so vielleicht eine, wenn es wirklich hier runtergeht, denn eine Short-Idee hier eine Unterstützung eben, die sich hier gegeben hat. Ein Widerstand, der hier für mich sehr wichtig ist, ist hier das Hoch bei 3.340 in diesem Rahmen, würde hier der Kurs drüber gehen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es eine neue Dynamik gibt und auch Amazon als Long-Position durchaus spannend und interessant werden könnte. Also Amazon aktuell Seitwärtsbewegung, Tesla, ja, da schaue ich immer wieder auch gerne auf den Kurs, weil ich erwarte, bis das die Tausender-Marke hier geknackt wird. Aber ein Wert, den ich hier leider nicht weiter analysieren kann. Apple, das Unternehmen, das ich Ihnen heute eigentlich auch hier mitgenommen habe, weil ich es gerade auch durchaus spannend finde. Apple,
präsentiert ebenfalls am 2. Februar die Quartalsberichte für das erste Quartal 2021 und ist hier aktuell mit einer Marktkapitalisierung von circa 2,2 Milliarden US-Dollar unterwegs. Der Kurs liegt bei 131 US-Dollar und das ist auch so ziemlich das durchschnittliche Kursziel der Analysten. Also fundamental denke ich sehr konservativ aktuell kurstechnisch unterwegs. Das maximale Kursziel läge bei 160 US-Dollar. Also hier haben wir etwa um die 20% Chance, beziehungsweise wenn es nur um die Analysten geht. Sie sehen hier am 29.12. und am 2.9. ein möglicher Widerstand um 137, 138, ich würde sagen 138 US-Dollar. Und hier wäre es natürlich ein Ausbruch, könnte durchaus schön einen weiteren Trend oder einen weiteren Push in Richtung ergeben. Wenn man sich eine Trendlinie zeichnet, so sieht es hier doch aus, dass Apple seit etwa Ende Oktober hier einen schönen Trend entwickeln haben könnte. Auch die Bollinger Bänder gehen hier interessanterweise diesen Trend mit. Der RSI ist neutral. Hier der MACD könnte ein negatives Stop gebildet haben, also könnte wieder hochschweifen. Also aktuell könnte sich durchaus um diesen Bereich eine spannende Trading-Idee ergeben. Und wenn man hier eben Apple als Apple-Fan hier sich outen möchte, könnte man durchaus hier ein Stop-Loss, das würde ich hier so am unteren Ende dieser möglichen Trendlinie beziehungsweise der Unterstützung sehen. Das könnte dann mit dem Ampelsystem für Sie live organisiert um die 125 sein. Ein weiterer wichtiger Faktor natürlich wäre dann eine Anpassung, beziehungsweise da wäre dann dieser Widerstand um diese 137 US-Dollar, 138 haben wir gesagt, sehr spannend. Und das wäre so ein mögliches Szenario. Wie schon gesagt, so einfach und so rasch würde so ein Ampelsystem gehen. Der Einstieg in die Idee wäre dann der 8. Eine neue Order könnte hier geöffnet werden. Es könnte hier natürlich dann je nach Margin und kann hier dann natürlich je nach Depot der eigene Wert oder das eigene Risiko eingeschätzt werden. Und Sie sehen, wie rasch das es geht, dass man hier eben so eine Position eröffnet. Dann geht es auch sehr schön und sehr rasch, kann man hier das Stop-Loss einsetzen. Und Sie sehen, in Windeseile sind wir hier eben in der X-Station und haben hier einen spannenden Trade vielleicht mit Apple gestartet. Warum eben? Analysten sehen hier das Unternehmen durchaus spannend. 160 denke ich doch ein sehr spannendes Kursziel. Die aktuellen Daten, News, auch Apple Car scheinen hier auch eine Rolle zu spielen, könnten eine Rolle spielen. Und wichtig auch Trend, Bollinger Bänder würden meiner Ansicht nach könnten für eine spannende Idee sprechen. Und deswegen hier diese Apple-Idee, die ich hier gestartet habe, um eben auch Ihnen zu demonstrieren, wie einfach, wie leicht und wie rasch es hier funktioniert, dass man eine Idee in der X-Station startet und die dann auch laufen lassen kann. 125 ist das Stop-Loss, das heißt, ich kann mich hier zurücklehnen, habe natürlich hier einen sozusagen Sicherheitsfallschirm, sollte es nicht so laufen, wie es ist. Ja, das war hier eben unser Live-Trade dann auch in den einzelnen Werten. Ich will Ihnen natürlich die Werte, die weiteren nicht vorenthalten. Samsung war letztes Jahr spannend, heuer natürlich ebenfalls wieder spannend. Eine Marktkapitalisierung aktuell von 518 Milliarden und ich habe hier eben ein spannendes Ausbruchsgap, das sich hier entwickelt haben könnte. Und ein Unternehmen, das natürlich auch vom ASEAN-Deal in der Vergangenheit im
vom letzten Jahr auch weiter gut entwickeln könnte und dass hier eben auch eine spannende Trading-Möglichkeit sein könnte, wenn Sie so wollen, wenn Sie auf den ASEAN-Deal angewiesen bzw. diesen spannend finden. Palantir Technologies, letztes Jahr ein Unternehmen, wo wir doch auch in den einen oder anderen Webinar darüber gesprochen haben, der Anstieg ebenfalls fast wie bei Tesla bis zum 27.11., also hier in einer Parabel bzw. exponentiell hochgefahren. Dann eines der Rückschlag, jetzt Seitwärtsbewegung, hier eine mögliche Unterstützung aktuell auch wieder ein Trend bzw. ein Bruch der Bollinger Bänder einer Seitwärtsbewegung, RSI noch nicht überkauft, MACD durchaus spannend auch, also auch die Palantir-Aktie aktuell, denke ich, eine spannende Idee, wenn man denn an die Datenkarte glaubt und wenn man denkt, dass sich hier Better Deal weiterhin in dem Finanzbereich beziehungsweise hier verewigen könnte. Im Technologiebereich, ich finde das immer sehr spannend. Bei Palantir wird oft eben die unterschiedlichen Systeme werden herangezogen. Ich als in der pharmazeutischen Industrie tätig, nehme hier sehr gerne immer die Real World Evidence Daten, also die Daten, die von Unternehmen beziehungsweise von Medikamenten gesammelt werden. Und hier ist auch Palantir mit dabei. Und last but not least natürlich die zwei Unternehmen, die den letzten Tagen sehr, sehr spannend sind. Und das ist eben einerseits Moderna und sind BioNTech. Moderna ist natürlich ebenfalls von diesem Hoch mit 1. Dezember von 177, 178 US-Dollar jetzt sehr stark zurückgekommen. Aber achten Sie spannend bei Palantir, bei Moderna. Gerne habe ich in den letzten Tagen diesen Trendbruch gesehen. Ja? Also hier könnte durchaus im Zusammenhang mit dieser Kerze vom Ende November, vom 25. November, das Gap, Sie sehen, hier könnte sich durchaus eine Unterstützung hier gebildet haben und von dieser Unterstützung durchbrechen der Trendlinie aktuell. MACD, der vom Negativ ins Positive kreuzt, mit der RSI weit weg von überkauft. Also hier könnte durchaus ein neuer Schwung entstehen und diesen Schwung, den sehen Sie ja auch schon bei BioNTech und Sie sehen bei BioNTech eine ähnliche Situation, ein bisschen zeitverzögert. BioNTech ist in der Entwicklung hier immer etwas vorne und spannend auch bei BioNTech, der Impfstoff wirkt offensichtlich auch bei den Mutationen, die aktuell in Südafrika und in Großbritannien aufgetreten sind. Der Boost heute lässt sich darauf zurückführen und hier denke ich doch, dass wenn, das ist ja dasselbe System für jene, die hier mit dabei sind, mRNA-Impfstoff, das ist dasselbe System, Moderna, eine unglaubliche Pipeline auch in der Krebsforschung, für jene, die es nicht wissen, beide Unternehmen hier eben tätig mit innovativen mit sehr innovativen Produkten und wenn Sie wir wollen, läuft hier die BioNTech-Aktie vielleicht schon etwas vor, weil selbes System, hier könnte man auch suggerieren, dass auch der moderne Impfstoff weiterhin wirksam sein könnte, immer im Konjunktiv, ist natürlich noch nicht bewiesen, aber sollte das so sein, könnte auch hier Moderna den einen oder anderen Prozentpunkt nachjagen und Sie sehen, der Schnitt über diesen MACD auch den Schwung, da könnte der Schwung mitgenommen werden mit einem nächsten oder hier einem Ziel von 135, 134 US-Dollar, also 10, 20% könnte ich mir hier aufgrund von einer solchen Nachricht durchaus vorstellen. Alles im Konjunktiv, niemand weiß es, aber beide Unternehmen im Impfstoff und Krebsentwicklung sehr, sehr spannend und bleiben natürlich auch 2021 weiter hier auf meiner Liste und auf der aktuellen Liste der spannenden Unternehmen. Die sind ja auch beide im letzten Jahr gut gelaufen. Naja, und zum letzten, am Ende hier noch Bitcoin. Bitcoin natürlich hier auch ebenfalls eine ähnliche Entwicklung wie Tesla. Man könnte das natürlich auch einmal gegenüberstellen, beziehungsweise im Zusammenhang hat man ja hier, das ist auch natürlich eine Möglichkeit, die man in der X-Station hat. Man kann sich jetzt sehr, sehr viel spielen und man kann hier nämlich auch Unternehmen parallel laufen lassen und Sie sehen hier die Entwicklung nicht ganz gleich, aber dieser exponentielle Anstieg aktuell ebenfalls bei Bitcoin enthalten. Bitcoin
ein natürlich der die digitale Kryptowährung, jene, die schon öfters bei mir bei Webinaren dabei waren. Ich bin ja eher der Goldfan, aber Bitcoin ist natürlich jene, die auch hier von Beginn an dabei gewesen sind, ein ja, Must-Have für sehr viele. Ich finde es natürlich auch spannend, war hier nicht dabei, wohin der Kurs geht, das kann ich nicht sagen. Wüsste ich es, wäre ich wahrscheinlich hier auch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, hätte ich natürlich mit der X-Station die Möglichkeit, long zu gehen oder short zu gehen. Und das ist natürlich auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den Sie hier als Möglichkeit haben. Sie können von steigenden und fallenden Kursen gleichermaßen profitieren. Ja, und da sind wir dann schon wieder ein bisschen überzogen, wie immer. Das mache ich ja gerne, aber auch ein bisschen später angefangen, hat hier kleine technische Probleme gegeben. Aber ich glaube, wir haben es heute sehr gut gelöst. Und ich möchte mich nochmal eben bedanken für die zahlreichen Fragen, die ja immer reinkommen. Und ich freue mich, diese auch natürlich zu beantworten, zeitnah zu beantworten. Wenn Sie nicht für Analysen in 2 Wochen, können Sie das natürlich auch sehr, sehr gerne hier kundtun. Ich werde das gerne mal annehmen. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie am 22. Jänner um 17 Uhr wieder dabei sind. Ich werde hier sehr, sehr gerne auch dann wieder auf die aktuellen Situationen eingehen. Ich glaube, Kryptowährungen finden hier einige spannend. Würde auch gerne auch diese weiternehmen. Bayer natürlich läuft weiterhin gut, hat ja mit CuraVac hier einen sehr schönen Deal eingegangen. Und wen oder die es interessiert, die auch mal meinen Blog besuchen mögen, sotravo.com, hier haben Sie natürlich auch immer die Möglichkeit, auf der Social Trading World eine oder andere Trading-Idee nachzulesen. Und diese Trading-Ideen, die werden ja dann auch in der Folge vorher und nachher und natürlich mit Fragen beantworten, immer auch bei Finanzen am Freitag bei XTB online hier dann präsentiert und diskutiert. Und in diesem Sinne möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Freue mich, dass Sie heute wieder so zahlreich dabei gewesen sind. Freue mich, wenn Sie am 22. Jänner 2021 um 17 Uhr diesen Termin wieder einloggen. Und was in der Folge natürlich ist, ich freue mich natürlich auch, wenn Sie auf sotravo.com vorbeischauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesundes neues Jahr. Der Rutsch ist ja vorbei. Ein gesundes neues, ein erfolgreiches Trading-Jahr in der Folge. Und freue mich dann, Sie in den nächsten Zeit, in den nächsten Webinaren wieder hören zu können. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Hier ist noch eine kurze Frage, auf die gehe ich noch ein. Der Deal bei Bayer, das war ein CuraVac, das war ein Deal jetzt im Impfstoffbereich. Den können Sie nachlesen. Ich glaube, das ist gestern in den Medien gewesen. Und in diesem Sinne, das waren wirklich jetzt die letzten Worte. Freue ich mich schon auf das nächste Mal, auf den 22. Jänner. Und dann bis bald. Ciao und gesund bleiben. Es macht mir Freude, dann Sie dann wieder zu sehen, wenn Sie gesund dann wieder da sind. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.